So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu dir, das ganz Oblivion. Wir sind mit dem Kampf gegen den Rhaenyl und leider habe ich kurz auf die Pause aufgelöst, deswegen ist er jetzt noch näher an uns dran. Scheiße, wir könnten hier mal kurz eine andere... einen anderen Zauber zumindest nehmen. Ich bin eingesperrt. Das teilt so aus, der Kollege. Stark. Ich habe Rhaenyl in der Borealsteinhöhle gefunden. Er wollte sich nicht ergeben, sondern griff mich stattdessen an. Ich musste ihn in Notwehr töten. Nun kann ich das in Gilliborns Tagebuch erwähnte Artefakt aus der Truhe holen. Bradons Schlüssel, Gilliborns Schlüssel, Rhaenyls Schlüssel. Und du wirst nackt hier sterben. Okay. Boah, Freunde. Ich habe den Kampf so ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass der so ausgerüstet ist und auch noch so zaubern kann. Gut, das sind dunkle Elfen, gell? Dunkle Elfen haben halt immer ziemlich starke Zauber am Start. So, hier ist eine Truhe. Bisschen Gold. Ja. Sonst nicht viel. Ach, Scampi regelt einfach immer noch. Ich habe zwar letztens von euch gelesen, dass ein interessanter Zauber wäre, eine Daedroth zu beschwören. Oh, da wäre ein Lebenstrank drin gewesen. Na gut, wir haben es auch ohne geschafft. Aber ja, uns nicht mit Ruhm bekleckert. Ey, diese Arena-Kämpfe werden so schlimm. Die werden so schlimm, ich sehe sie jetzt schon kommen. Die werden grauenvoll. Aber ich meine, er wollte sich hier verschanzen. Ich weiß ja nicht, mein Lieber. Ob du hier lang durchgehalten hättest. Es ist super nass. Es ist super kalt. So. Truhe voll Wasser. Als ich die mit Wasser vollgelaufene Truhe mit den drei Schlüsseln öffnete, erkannte ich, dass es sich bei dem Artefakt um ein Amulett handelte. Es sieht ziemlich unscheinbar aus und ich kenne seine Funktion nicht. Ich denke, dass es am besten wäre, es zu Erline Lirian zu bringen und sie zu fragen, was ich damit anstellen soll. Weltliches Amulett. Das ist ja nicht mal eine Ausbeute, du. Viel interessanter finde ich aber die Elbenholz-Claymore. Oh ja, Freunde. Es ist 3 Uhr nachts, wir schaffen es leider auch nicht mehr, irgendwas auszurauben. Egal. Egal, dann heute eben nicht. Schauen wir einfach, dass wir sicher zur Stadt zurückkommen und uns nichts mehr angreift. Das wäre, glaube ich, auch ganz nett. Boah. Wie geil sieht die Flamme da hinten aus im Nebel. Da würde ich ja niemals hingehen. So. Geheal sind wir? Das da unten ist die Apfelwacht. Wie sind wir eigentlich so aufstiegstechnisch unterwegs? Weit weg. Weit weg, Freunde, von irgendeinem Aufstieg. Jetzt muss ich aufpassen, weil da war nämlich noch ein Bandit. Alter, was? Was bist du? Scheiße, was bist du? Und ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Egal was es ist, es hat einen fucking Wachmann gewone-hittet. Das Ding hat Muckis wie ein Berg. Okay.
Okay, ganz ehrlich, der Bandit wäre mir lieber gewesen. Da ist er. Gut, dass ich ein paar Fernwaffen dabei habe, ey. Du kommst hier nicht hoch, oder? Oh, nein, er kommt hoch! Genau aus dem Grund würde ich an so einem Ort wie Apfelwacht niemals wohnen wollen. Zum Glück machen wir ganz gut Schaden, ey. Aber ohne Fernkampf, no chance. Ich sehe nichts. Schützenfertigkeit verbessert, sehr schön. Ja, der Nahkampf ist auch nicht so wirksam. Am ehesten wahrscheinlich der Fernkampf. Also von Scampi auch. Das dürft's gewesen sein. Oh! Alter, auf einmal springt da Ding hoch. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon. Irgendwann bringe ich deine dicke Haut durch. Es ist ein Ogre, oder? Ich glaube, es ist ein Ogre. Als ob Oblivion-Tore nicht unsere einzigen Probleme wären. So. Lass dir Zeit. Ein Bauch. Yes, ist ein Ogre. Junge, 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 Junge. Viel Gewicht. Da. Ich lasse dir den ganzen Bums da. Zwei Wachen tot. Man sieht aus der Ferne, der Bandit hat schon zwei Pfeile in sich stecken. Wahrscheinlich ist der Ogre dazwischen. Wahrscheinlich hat der Ogre ihm so das Leben gerettet. Aber was ist denn da? Weil der, also er ist zu weit weg von der Kapsteinhöhle, wisst ihr? Da ist er zu weit weg davon. Boah, krass, dass hier auch so viele Orte sind. Ich wusste gar nicht, dass Brumar, dass die Welt um Brumar so belebt ist. Können wir nicht irgendwas verkaufen? Elfenbein. Okay, Elfenbeinbrusthandsch kriegen wir weg. Ich glaube, dass wir Elfenbein auch schon alles haben, aber dann verkaufen wir erstmal an unseren Hehler ein bisschen was. Ja, dann schauen wir weiter. Ihr seht wirklich clever aus. Ihr danke. Nach Tod. Habt ihr Tote? Okay. Schneller. Schneller Stimmungswechsel, mein Freund. Wir sind jetzt mittlerweile bei 97. Ihr seht clever aus. Dankeschön. Ihr riecht nach Tod. Okay.
Ich verkaufe schnell an unseren Hehler, dann kümmern wir uns weiter um den Auftrag. Oh, warte, da hinten ist er. Onga! Onga! Bleib hier! Bitte! Ich musste gerade schon... Hallo. Hi. Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Können wir. Ich musste gerade... Erzählt weiter! Schatten mögen euch verbergen. Okay. Dann reden wir zuerst mit der Guten. Was ist? Nix. Ich hatte gerade den Schreck meines Lebens. Ich habe gebetet, Erline, dass ihr schnell zurückkehrt. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Also, Rhaenyl ist tot. Ich wusste, ich kannte Rhaenyl. Ich glaube, als ich Bradon vor vielen Jahren kennenlernte, stellte er ihn mir vor. Sie gehörten beide zu einer Art Bruderschaft. Sie zogen durch Cyrodiil auf der Suche nach legendären Schätzen. Er hörte damit nur auf, weil wir heirateten und eine Familie gründen wollten. Ich fürchte, damit ist es dank Rhaenyl nun vorbei. Ja, das würde ich auch so sehen, meine Liebe. Aber warum für so ein banales Amulett? Vor langer Zeit gab ich Bradon ein Versprechen. Ich versprach, nie jemandem zu sagen, was ihr nun erfahren sollt. Doch da ihr seinen Feigenmord gerecht habt, bin ich sicher, dass Bradon verstehen würde, warum ich diesen Pakt jetzt für euch breche. Bradon erzählte mir von diesem Amulett, als sie es einst aus einem fernen Land mit nach Hause brachten. Er vertraute nie einem anderen in der Gruppe. Und bevor er den Schatz in der Höhle versteckte, belegte er ihn noch mit einem Zauber. Mhm. Diese Magie verschleiert die wahre Identität des Gegenstandes. Es bedarf nur eines einfachen Befehlswortes und das Amulett nimmt wieder seine wahre Gestalt an. Ist das Gerücht zusammen mit Bradon gestorben? Nein, er fürchtete stets, dass es dazu kommen würde. Er lehrte mich das Wort für den Fall, dass er sterben sollte und ich in den Besitz der Schlüssel käme. Nur wenn die anderen Mitglieder von Bradons Gruppe noch am Leben wären und ich dem Tode nahe, sollte ich ihnen sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir das Amulett gebt, will ich euch zeigen, was ihr erhalten habt. Gewiss. Nehmt es. Habt Dank. Ich werde das Wort jetzt sagen. Bruderschaft. Hier habt ihr das Amulett zurück. Es ist so wunderschön wie an dem Tag, an dem ich es das erste Mal sah. Behaltet es, da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Ich bin mir meines Wunsches sicher. Auch wäre es bestimmt in Bradons Sinne. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Ich hoffe, das Amulett beschützt euch auf all euren Wegen. Scheiße. Da ist Taschentuch vorbeigeworfen, egal. Du gründest eine Bruderschaft. Die Bruderschaft heißt Bruderschaft. Die Bruderschaft zieht durchs Land. Sammelt legendäre Artefakte. Du belegst ein Artefakt mit einem Losungswort, damit es nicht sein wahres, seine wahre Gestalt nimmt. Und das Losungswort ist Bruderschaft. Ich dachte irgendwie, da kommt was, was ihnen was bedeutet. Keine Ahnung, so wie sie ihren ersten Sohn genannt hätten. Vielleicht ihr Mädchenname, keine Ahnung, aber es ist sicherlich. Könnt ihr mir noch was zu Rhaenyl sagen? Ich bin froh, dass er tot ist. Ja, ich auch. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht sagen. Doch, ist gut. Aber ich denke, ihr versteht mich. Ja, voll. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und wir haben Ruhm bekommen. Yes. Erline war erfreut, dass ich Rhaenyl aufhalten konnte. Sie sagte mir, dass Bradon das Amulett als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme mit einem Kennwortschutz versehen habe, damit es niemand stehlen und ohne sein Wissen benutzen könne. Glücklicherweise wurde Erline das Kennwort mitgeteilt. Nachdem sie es aussprach, offenbarte ihr der Gegenstand seine wahre Identität, der Talisman der Geschmeidigkeit. Sie sagte, ich könne es als Zeichen ihres Dankes behalten. Das ist auf jeden Fall besser als die edelsteinbesetzte Halskette. Schnelligkeit, 8 Punkte, boah, ist richtig gut. Ich danke euch. Sehr großzügig. Okay, ab zu Onga. Hä? Ich bin... Ihr wart doch gerade... Schatten mögen euch verbergen. Onga. Sag mal... Du hast dich ja schnell ins Bett gelegt. Ich bin sehr...
Endlich. Erzählt weiter. Ich muss dir was verkaufen. Können wir auf 1,65 gehen? Ist das möglich? Wäre das für dich in Ordnung? Hier für den Elfenbrustharnisch? Ich denke, für den... Hier eins, Dasche. Ich kann nicht so. Mach mal 1,65. Nee, nicht den. Den zieh ich gleich an. Hier. Ihr seid ein harter Feind. Ich weiß. Ich denke für. Alles, was ich doppelt habe, kannst du haben. Ihr seid ein harter Feilscher. Ich danke Bin euch. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich same, mein Lieber. Es war Schatten echt. Mögen euch verbergen. Es war eine harte Nacht. So. Das ist auch leichte Rüstung, oder? Elfen. Moin, Freunde. Sieht schick aus. Oh Gott, ich habe das braune Leinen noch. Ja, Gott. Damit ist die Quest erledigt. Sehr schön. Gut, und es wird langsam Tag. Können wir... Ihr wisst schon, bei dem einen Dude... Jarl, können wir da schlafen schnell für 2 Stündchen? Ach, Scheißdreck. Aber gesehen hat mich niemand, oder? Nee. Boah, okay, weil ich würde mir gerne das Haus kaufen. Das würde ich jetzt gern machen. Namen. Geht nur. Geht nur. Geht hierhin, geht dorthin. Stets eine Freude. Jetzt. Stets eine... Einen wunderschönen guten Tag. Du könntest irgendwas... Lasst euch Zeit. Okay. Bradon Lirian? Auch wenn wir die Geschehnisse nicht rückgängig machen können, so ist der Gerechtigkeit doch Genüge getan worden und Bradons Seele kann in Frieden ruhen. Ja, das nächste Mal bemüht ihr euch vielleicht ein bisschen. Und Geleborn? In der Zwischenzeit habe ich einen Boten nach Skingrad geschickt, damit er dafür sorgt, dass Geleborns Namen aus den Akten entfernt wird. Genau wie bei Bradon bin ich auch in diesem Fall der Meinung, dass Geleborn es verdient, dass sein Name von falschen Anschuldigungen gereinigt wird. Das ist das Mindeste. Ihr habt getan, was getan werden musste. Ihr solltet euer Gewissen jetzt nicht mit Reue oder Zweifeln belasten. Rhaenyl war ein schlechter Dunmer. Er hatte dieses Schicksal verdient. Ja, mein... Habt ihr je erwogen, euch den Gesetzeshütern anzuschließen? War mir ein Vergnügen. Ich bin froh, dass dieser Abschaum das bekommen hat, was er verdient hatte. Gehabt euch wohl. Sehr gern. Gut, alle sind happy, dass Rhaenyl tot ist. Ja, so will man dann auch nicht gelebt haben, ne? Dass die ganze Welt sich denkt, oh Gott sei Dank, ist er hinüber. Deifel der. Das wünscht man sich dann auch nicht. Schönen Tag. Ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Narina Carvain, hier in Brumar. Sie bittet euch, sie so schnell wie möglich aufzusuchen. Auf was bezieht sich das? Die Gräfin Carvain würde lieber mit euch persönlich sprechen. Sie bat mich auch, euch dieses Präsent als kleinen Anreiz zu überreichen. Meine Herrin empfängt von morgens 8 bis abends um 6 Besucher. Das wäre die beste Zeit, mit ihr zu sprechen. Okay. Sagt, was ihr zu sagen habt. Sie hat euch ein bisschen Gold mitgegeben. Gute Arbeit. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charme. Bleibt. Ah ja, wie? Gute Arbeit. Mein lieber Herold. Jetzt ist es. Ich wünschte, ich. Wir beide, wir verstehen uns, oder? Gute Arbeit. Fun Fact: Ich war gerade auf dem Weg zur Gräfin. Gute Arbeit. Aber könnt ihr mir etwas über sie erzählen? Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends um 6 Audienz. Das meinte ich. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr dürft euch auch gerne in der großen Halle aufhalten, während ihr wartet. Sehr gerne. Schönen Tag. Wartet, Tolgan. Redet mit Gräfin. Gut, wir wollten ja sowieso mit ihr quatschen. Die Quest kenne ich tatsächlich. Meistens erging es mir so, dass ich halt in der Arena recht weit gekommen bin.
dann bin ich nach Bruma gegangen, weil Bruma einfach meine Lieblingsstadt ist. Und dann hat sie mich angesprochen. Die spricht euch an oder halt schickt euch den Boten, wenn ihr genügend, wenn ihr genügend Ruhm habt. Dann werdet ihr von Tolgan angesprochen. Ist eine sehr coole Quest, die da eingeleitet wird. Ich bin bloß jetzt gespannt, weil ich mir nicht sicher bin, ob man die lösen muss, bevor... Was braucht ihr? Geht nur. Bevor man das Haus kaufen kann. Ja, verzeiht. Diese Runde, weil es ist manchmal so, dass man für gewisse Adlige erstmal Quest lösen muss, bevor man das Haus in der entsprechenden Stadt kaufen kann. Ich kämpfe nicht gegen... Das ist... Welche Abenteuer? Es reicht. Was? Es reicht erst, wenn ich sage, dass es reicht. Und es reicht erst, wenn ihr mein bester Freund seid. Verzeiht. Gut. Welche Abenteuer? Verstehe. Okay. Was wisst ihr über Bruma? Wie Hauptmann Burt sagt, wir müssen uns mit den Nord von hier gutstellen. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass sie ignorante Barbaren sind. Ja, und wenn ihr sie so nennt, dann wird das sicher was. Lebt wohl. Bisschen was können wir vielleicht noch reparieren. Stark. Wir sind schon deutlich besser geworden. Ja, gehen wir irgendwann anders durch. Waffenschmiedekunde 26. Ist natürlich jetzt wieder ein sehr weiter Weg. Zunächst besten Möglichkeit, aber zunächst Verbesserung, aber das wird. Wir könnten auf ihrem Thron so lange warten. Es ist ein bisschen kühl hier drin, mein Freund. Geht nur. Irgendwann werden wir Held von Bruma sein. Ich bin mir sicher. Boah, ich würde mal ganz gern nochmal in den Kerker gucken. Ich glaube, das Schloss irgendwann auszurauben wird eins der spannendsten Aufgaben. Nehmt eure Pause. Gut, ich habe Hunger. Seid gegrüßt. Hier wird man nicht besonders weit kommen. Ja, weil ich es auch ein bisschen blöd finde, dass deine Chamäleon-Zauber aufhören, wenn du, Was kann ich für ihn tun, Herr? Glaubt ihr den Ja, ich will ihn im Gefangenen besuchen. Dass der Chamäleon-Zauber aufhört, wenn man was anfasst. Also, Türen okay, aber... Ja gut, nee, wenn dann ganz oder gar nicht. Es ist schwierig. Kommt nicht so nah an die Gefangenen. Gibt's hier überhaupt noch Gefangene? Es sieht nicht danach aus. Gefangene dürfen keine Geschenke annehmen. Ich habe kein Interesse daran, mit euch zu sprechen. Er wurde in eine Einzelzelle verlegt. Sie war eine sehr, Gefangene sehr dürfen böse keine Frau. Geschenke annehmen. Ich wollte ihm nie irgendwie ein Geschenk machen. So. Ja. Ich bin eure Ablösung. Ah. Ich bin Hauptmann Burt, Kommandeur der Stadtwache von Bruma. Mhm. Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich sicher. Wir sollten uns kennenlernen, denn ich bin bald... Erzählt nicht solchen Müll. Guter Abend. Der ist klasse. Jetzt habe ich es komplett verkackt gerade. Eine tolle Geschichte. Guck, ja, Hauptmann Burt, ich will nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ihr macht mir keine Angst. Versucht eine tolle... Der ist klasse. Ich bin bald die größte Persönlichkeit von Bruma. Wo? Ihr braucht gar... Ach? Was wisst ihr über die Stadt? Ich sorge dafür, dass meine Wachen den Nord hier im Ort und ihren Bräuchen mit Respekt gegenübertreten. Sehr gut. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? So ist es. Auf bald. Ich bin eure Ablösung. Nachrichten, Bürger. Ich habe Hunger. Ihr seid nun außer Dienst. Meine Füße bringen mich um. Wichtig ist, die Handschuhe und die Schuhe anzubehalten. Gut. Ist da eigentlich den ganzen Tag nur Wachablösung? Sag mal, kann die Gute vielleicht auch mal hier nennen? Ab 8 Uhr morgens soll der Thron besetzt sein? Da ist sie. Seid gegrüßt, mein Herr. Ich bedauere.
Aber einen Questeintrag haben wir noch. Doch, oh, wir haben schon einen. Das Geheimnis des Tals. Ich habe einen Nord namens Tolgan getroffen. Anscheinend ist er der Herold der Gräfin Narina Carwine von Brumar. Er überbrachte mir einen Goldbetrag und die Bitte von Lady Carwine, sie in ihrem Schloss aufzusuchen. Wenn ich die Gräfin nicht beleidigen möchte, sollte ich ihrer Bitte Folge leisten und mich dorthin auf den Weg machen, wo sie Hof hält. Schöne Gegenstände. Oh, ja, gut. Entschuldigung, es ist schon 23:30. So, gute Frau, ihr liest nach... Euch einen schönen Tag. Ihr habt nach mir gerufen, Gräfin Narina Carwine. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Brumar gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Ja, aus diesem Grund bin ich hier. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carwine. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Akaviri-Reliquien bemerkt. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben. Mhm. Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Akaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Mhm. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Von was sonst? Wir werden sehen. Ich möchte mehr über euch wissen, bevor wir zum geschäftlichen Teil kommen. Meine Güte, was soll... Ihr soll... Oh, bitte... Wirklich? Interessant. Ich weiß. Ich bin einfach eine interessante Person. Nichts als... Meine Güte. Ach, gut. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Was gibt es für Gerüchte? Es heißt, Alinor auf der Insel Sumaset sei noch schöner. Ich war noch nie dort. Bis jetzt sehe ich die Kaiserstadt als die schönste in Tamriel an. Kommt auf das Viertel an, in dem man sich bewegt. Okato-Topic. Er hat Kaiser Uriel viele Jahre lang gedient. Und bis jetzt hat er sich in einer schier aussichtslosen Situation gut geschlagen. Ja, stimmt. Er hat ja auch die Oblivion-Tore geschlossen. Gut. Zum drakonischen Stein des Wahnsinns. Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Mhm. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Okay. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Erzählt mir mehr vom Fahlen Pass. Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Tatsächlich nicht, nein. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Akavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Akaviri waren stark und gut bewaffnet. Mhm. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Nie eine gute Idee. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drök verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Dies zwang die Akaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Das Bündnis hat den Konflikt also beendet? Nicht ganz. Die Armee von Rehman wusste, dass die Akaviri-Truppen von einem Versteck in den Bergen auskommandiert wurden. Es sollte sich in einem verschneiten Tal namens Fala Pass befinden. Dieses Tal versuchte Rehman zu finden. Während sich seine Truppen jedoch durch die Giralberge kämpften, ergaben sich die Akaviri plötzlich. Man nahm an, sie sahen ihren Kampf bereits als verloren und gaben auf. Sonderbar war jedoch, dass der Kommandoposten und der Fahle Pass nie gefunden wurden.
Es wurde als Gerücht abgetan und die Armee von Rehman feierte. Interessant. Jetzt habe ich jedoch erfahren, dass es diese Stellung doch gab und dass der drakonische Stein des Wahnsinns dort zuletzt gesehen wurde. Mhm. Sehr, sehr interessant. Erzählt mir mehr. Erzählt mir mehr. Wenn ihr mir den drakonischen Stein des Wahnsinns bringt, sollt ihr zum Dank ein anderes Akaviri-Artefakt erhalten. Einverstanden? Klingt nach einem Deal. Ich wusste, ihr würdet zustimmen. Gut. Dann will ich euch sagen, wie ihr den Stein des Wahnsinns findet. Ich bin im Besitz des Tagebuchs eines Boten der Akaviri. Ich vermute, dass euch der Text darin zu den Ruinen führt. Hier ist eine Übersetzung der Abschnitte, die wir entziffern konnten. Das Buch war schon ganz zerfallen. Ich habe ebenfalls eine grobe Karte beigelegt, wie sie auch im Tagebuch gezeichnet war. Ich gebe euch auch einen einzigartigen Schlüssel, den man angeblich beim Tagebuch fand. Ich nehme an, er wird sich als nützlich erweisen, wenn ihr am Fundort ankommt. Interessant. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Das bezweifle ich. Freunde, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder in Bruma. Haut mir bis dahin rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.